Nach der Entlassung von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick ist weiter unklar, wer ihm in dem Amt dauerhaft folgen wird. Für das Duell morgen gegen Frankreich hat DFB-Sportdirektor Völler den Trainerposten interimsweise übernommen. Er schloss heute aber aus, länger im Amt zu bleiben. Die Ansprache dauert heute etwas länger als gewöhnlich. Rudi Völler hat nur ein paar Stunden Zeit, um die DFB-Auswahl auf die wichtige Partie gegen Frankreich einzustellen. Sein oberstes Ziel: Leidenschaft und Begeisterung wecken. Ich würde am liebsten natürlich auch ein tolles Ergebnis versprechen. Das geht aber heutzutage dann auch leider nicht mehr. Aber wir werden alles reinpowern. Die auflaufen und die auch später reinkommen, die werden alles dafür geben, dass es morgen richtig gut aussieht. Heute Vormittag. Von Wolfsburg aus geht es nach Dortmund. Tag 1 nach der Ära Flick. Ein paar Fans sind gekommen, die sich, wie viele andere auch, fragen, ob denn jetzt alles besser wird. Die Spieler wirken konzentriert, nachdem sie gestern von der Freistellung überrascht wurden. Hansi war jetzt derjenige, der gehen musste. Wir haben natürlich als Spieler großen Beitrag dazu geleistet, dass es einfach nicht lief. Und da steht jeder Einzelne in der eigenen Verantwortung und muss sich selbst hinterfragen, ob er das Beste aus sich gemacht hat in den letzten Monaten. Neben Völler übernehmen auch Hannes Wolf und Sandro Wagner das Coaching. Oberste Prämisse: stabiler stehen. Das ist zuletzt der Schwachpunkt gewesen. Das Wichtigste ist ja, dass unser Abwehrverhalten sich extrem verbessert. Das ist ja die Basis von allem. Das ist ja nicht nur jetzt gegen Japan ein großes Problem gewesen, das war schon die Spiele davor. 9 Monate vor Beginn der Heim-EM ist die Vorgabe klar. Eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Auftritten. Danach soll zeitnah die Völler-Nachfolge geklärt werden.